Three days it's up for return record. Well, I go on. They get better, meet me up more. You know, I go on there. Keep up the good work and buzz me up when they're coming forward. That is this. Later, man. Bless them. Shalom. Shalom. Look at the world today. Look at the children today. See how them gone astray. Who gonna show them the right way? What you waiting for? Well, now sing anyway, came over Israel, come with a strong message. You don't have to wait no more. Free time recording. I produce them one, yeah. Like. Hallo Jutta, ich will von dir ein bisschen was wissen zum Jamaican Charity Konzert am 13.12. Erzähl doch mal dazu. Ja, und zwar ist das Charity Konzert jetzt das vierte Charity Konzert, was wir in Folge machen. Wir hatten beim ersten Mal hatten wir eine Basic School in Snow Hill. Dann eine Basic School in Kingston. Im letzten Jahr war das auch für die Wesleyan Basic School in Portland. Und in diesem Jahr werden wir das genauso machen, weil noch so viel Unterstützung gebraucht wird. Die haben angefangen, indem sie das Haus von außen erstmal saniert haben. Durch den Hurricane ist viel kaputt gegangen. Es fehlt immer noch ganz viel an Baumaterialien, die sie dort vor Ort gebrauchen können. Das Geld wird dann, wie gesagt, dafür genutzt, für Schulmaterialien, für die Kinder. Ja, Singing You sagte ja schon in einem anderen Interview, es wird eben halt auch noch viel zum Aufbau der Schule gebraucht, also Materialien, die zum Herstellen, zum Wiederherstellen dessen, was der Hurricane angerichtet hat. Ja, also wir haben auch sehr viele Fotos zugeschickt bekommen, die findet man halt auch auf meiner Webseite unter Jamaican Charity Concert unter www.treeverbsmusic.com. Da kann man sich Informationen holen, wenn man mehr darüber wissen möchte. Mhm. Wir haben jetzt auch Videomaterial bekommen von der Schule, von den Schülern, was wunderschön und es wird einem warm ums Herz, die Kinder sprechen Gebete auf Patois und ja, schaut einfach mal rein und schaut euch die Kinder an, schaut euch die Schule an, schaut euch die Fotos an, was gemacht wird, was gemacht wurde vom letzten Mal, von dem Geld, was wir dort rüber geschickt haben. Okay, wie bist du dazu gekommen, solche Projekte zu unterstützen? Also ich mache selber seit 11 Jahren Integrationsarbeit in Bielefeld und leite Sprachförderkurse. Meine Kinder, ich habe 4 Kurse und die Kinder kommen auch aus allen Teilen der Welt und leben in sozialen Brennpunkten. Und mir war es wichtig, dann auch den Kindern auf Jamaika eine Unterstützung zu geben und denen die Möglichkeit zu geben, dass die auch nicht eine kaputte Schule haben. Und auch Schulmaterialien haben, die die Schule leider nicht anzubieten hat. Ali Zafari schickt seine Liebe an alle Menschen, die gerade eine schlechte Zeit haben. Kopf hoch, das Leben geht weiter und weiter und weiter. Vom Winde verweht verwischen viele Spuren, Erinnerungsherren wie durch Sanduhren. Menschen, die man liebt, ziehen einfach fort. Das Schlachtfeld der Liebe ist ein stürmischer Ort. Vom Winde verweht, verwischen viele Spuren, Erinnerungsherrin wie durch Sanduhren. Menschen, die man liebt, ziehen einfach fort, das Schlachtfeld der Liebe. Ich halte dich nicht fest, du willst gehen, dann geh. Tut es auch schrecklich weh, ich glaub, ich versteh. Die Zeit war schön, ich möchte sie nicht missen. Mein Herz ist jetzt rein, genau wie mein Gewissen. Mehr kann ich nicht geben, mehr kann ich nicht sagen. Natürlich entstehen unendlich viele Fragen. Warum war es mal schön und nun alles vorbei? Hab ich dich verletzt, dann bitte verzeih. Vom Winde verweht, verwischen viele Spuren, Erinnerung zerrinnen wie durch Sanduhr. Menschen, die man liebt, ziehen einfach fort. Das Schlachtfeld der Liebe ist ein stürmischer Ort. Vom Winde verweht, verwischen viele Spuren, Erinnerung zerrinnen wie durch Sanduhr. Menschen, die man liebt, ziehen einfach fort. Das Schlachtfeld der Liebe. Abschied ist nicht leicht, doch man muss es lernen. Begegnung und Trennung annähern und entfernen. Loslassen und sich selbst erfahren. Dabei ein reines Herz bewahren.
Hinter Schwarz und Weiß gibt es viele Farben. Du kannst deine Träume mit ihnen malen. Vielleicht willst du auch mal was Neues wagen. Man kann so viel Schönes mit ins Leben tragen. Vom Winde verweht, verwischen viele Spuren. Erinnerungen zerrinnen wie durch Sanduhr. Menschen, die man liebt, ziehen einfach fort. Das Schlachtfeld der Liebe ist ein stürmischer Ort. Vom Winde verweht, verwischen viele Spuren. Erinnerungen zerrinnen wie durch Sanduhr. Menschen, die man liebt, ziehen einfach fort. Das Schlachtfeld der Liebe. Schöne Erinnerungen, die immer verweilen. Auch diese Wunden werden lang verheilen. Das muss eine sehr arme Gegend da auf Jamaika sein. Ja, es ist arm. Also Kingston vor allen Dingen ist eine arme Basic School gewesen, jetzt halt auch in Portland. Und da ist jede Hilfe, sind die Menschen vor Ort dankbar, die von uns jetzt durch das Projekt gegeben wird. Mhm. Und durch eure Hilfe, die ihr da seid, um das zu unterstützen. Mhm. Was wird denn alles am 13.12. passieren? Welche Bands, was, wie wird der Tag verlaufen, der Abend verlaufen? Ja, wir haben 4 Live-Bands und zwar mit dabei ist die Cage Family, die kommen aus den USA. Wir haben 4 of Live-Band, die eigentlich jeder kennt, der aus Bielefeld kommt, eine Reggae-Band. Wir haben Blazing Vibes aus Osnabrück. Mit dabei ist auch Ali Safari, ein Hip-Hop-Sänger aus Bielefeld. Normalerweise spielt er mit Asso Carraro, hat uns immer unterstützt bei den anderen Charity-Konzerten, ist aber jetzt alleine dabei, weil die Band leider nicht kann. Trotzdem nochmal danke an Asso Carraro. Wir haben Mischka, ein Reggae-Künstler und Ragtime aus Detmold. Mit dabei ist DJ Sören, Champion Sound System, auch eigentlich jedem bekannt. In vielen, vielen berühmten Clubs in Bielefeld und Umgebung. Mit dabei ist Hilti mit einer Live-Percussion. Mhm. Also Singing You ist auch mit dabei mit der Concision Culture Band und dem Sänger Rod of Iron. Die haben zusammen ein Album, was auch bald rauskommt, Markus Garvey. Mhm. Und werden dann an dem Abend auch ein paar Stücke von dem Lied spielen. Okay. Ein geballtes Line-Up an dem Abend. Ja, es ist wunderbar. Wir freuen uns auch um die freundliche Unterstützung. Ich möchte auch vielen Künstlern danken, die mit dabei sein wollten. Und das Line-Up steht und wir haben gar nicht so viel Zeit und die Möglichkeit. Es sei denn, wir können mal ein Festival machen in Bielefeld. Dafür brauchen wir aber Werbepartner und Sponsoren, die das mit unterstützen, um wirklich all die Künstler mit aufnehmen zu können, die uns auch unterstützen wollten. Nochmal vielen Dank an euch alle. Das Konzert fängt am Samstag, dem 13.12. im Falkendom, Mellerstraße 177 um 20 Uhr an. Mhm. Genau, und nachmittags kann man aber auch schon im Falkendom Jamaican Food essen. Man kann auch mit den Künstlern eventuell mit dem Hilti mit Percussion oder Breakdance tanzen mit den Cajuls. Und wir müssen schauen, wie, also im nächsten Jahr, im Juni, findet auch nochmal ein Charity-Konzert statt. Da haben wir die Möglichkeit im Außenbereich, weil wir müssen ja auch Soundcheck machen. Das heißt, jeder ist herzlich willkommen und es richtig Beginn ist um 20 Uhr. Okay. Oh.
dance, y'all. Yeah, you are the Kangel family for the Jamaican Charity Concert am 13.12. im Falkendom. Wollt ihr mir kurz sagen, wer ihr seid im Einzelnen? Will you please tell me how who you are, everyone from you? Okay. Ich heiße Richard und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Monty, ich bin der Vater von die ganze Familie aus South Carolina, USA. Und ich bin Mama. Ich komme aus Aruba, eine Insel in Karibik. Ich heiße Francis und ja, 22 und ja, ich bin die Schlagzeugspieler. Ich bin Janina, ich spiele und ich spielen Percussion und ich singen auch. Ich war geboren in Texas, USA. Ich bin Johnny und ich singe und tanze und spiele Musik, Instrumente gerne. Und ihr seid als ganze Familie auf dem Jamaican Charity Konzert. Ja, wir dachten, es war sehr wichtig, dass wir alle als Familie da auf den Bühne kommen, um den ganzen Welt zu aufmerksam zu machen von den Jamaica Charity Concert, dass alle die Leute helfen kann und dass wir auch mit unserer Kraft auch irgendwas unterstützen kann. Okay, ja, ich möchte jetzt nicht nur über die einzelnen Parts auf dem Jamaica Charity Konzert sprechen, sondern vielleicht auch ein bisschen was von eurer Geschichte hören, eurer Familie, wie ist es entstanden? Okay. Ja, du oder ich? Du, ist besser. Okay, wir, ich bin, ja, wir haben uns kennengelernt in einer Insel Puerto Rico, über 40 Jahre vorher. Und dann sind wir angefangen zu singen und reisen in die verschiedenen Inseln und so. Wir haben auch Missionsarbeit gemacht, Charity-Konzerts und Charity-Arbeiten mit verschiedenen Ländern, Südamerika, Karibik und so. Und so, ja, das ist, was passiert. Und jetzt haben wir 10 Kinder. 6 Jungs, 4 Mädchen. Und hier in Deutschland sind wir 7 Kinder. So, ja. 7, 8. Ja, alles zusammen 9. Ja. Ja, und so, ja, wir freuen uns sehr, hier in Deutschland zu sein. Und wir lernen mehr und mehr Deutsch. Und jetzt sind wir Deutsche. Ja. Seit wann seid ihr hier in Deutschland? Oh, wir sind viele Male gekommen. Immer hin und her. Und das erste Mal waren wir in Hamburg gekommen und haben wir gespielt in Miami, lange Zeit vorher. Und wir haben Deutsche immer kennengelernt, die kommen in die Resorts von Miami, ne? Und haben wir gespielt, die haben immer gesagt, komm nach Deutschland. So dann einmal haben wir gesagt, okay, und wir sind in Hamburg gekommen. Und das war, welches Jahr war das? In 80, glaube ich. In 80er Jahr? Wir haben nur was. In dieser Zeit, wir haben fünf Kinder mit uns. Yeah. Sechs Kinder in dieser Zeit. Sechs, okay. Ja, fünf. Yeah. Zu acht auf und, der Bühne. Ja. So, ja. Und wenn wir gekommen in Deutschland, wir waren, verliebt mit die Leute und die Kultur, deutschen Kultur, und es war sehr, sehr schön, und wir haben und sehr, sehr gut Kontakt mit den Leuten, mit deutschen Leuten. War sehr schön, mit Musik und allem, sehr schön. Come on, dance, y'all. Dance with me.
sparkle by the music. Come on down and dance with me. Wir spielen auch Sorte Musik, wir spielen Funk, Pop, Reggae, karibische Musik und Gospelmusik, so. Tanzmusik, Partymusik, auch Sorte. Ja, ich hatte von der Dance, 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 die ich von dir, Johnny Kincaid, Jill gekriegt habe, die habe ich mir mal durchgehört und ich hatte so den Eindruck, es hat was von, man würde heute sagen, Retro-Musik. Es fußt auf alte Sachen oder auf Sachen, die wir schon lange kennen und dann aber doch seinen eigenen Flow, funkiger, tanzbarer. Ja, ja. Wir finden es meistens, dass die Musik, die wir mag, dass wir immer spielen und mit die Leute verteilen, auch wenn es ein bisschen retro ist, wir versuchen es immer mit unserer besonderen Gewürz zu würzen, damit es auch so einen guten Down-Home-Feeling hat und auch so ziemlich moderne auch anhört. Okay. Ja. Gibt es Namen, wo ihr sagen könntet, es hat was davon, es hat was davon, um dieses Gewürz so ein bisschen zu fassen, was du gerade eben das gesagt, ist, ja, das, well, wir alle mögen verschiedene Musik, so, wir hören alle verschiedene Musik, aber, und wir versuchen, was wir mögen, in unsere Musik immer reinzumischen, so, es ist immer so ein Sound, die wir immer aufbauen. Aber man könnte sagen, vielleicht wie die Jackson 5s, Sly and the Family Stone und auch mit moderner Dance-Music-Gruppen. Wir haben zwei Generationen der Musiker. Okay, ich bin die älteste. meine Generation war die Zeit vom 70. Ja, alle die Musik, Funk, Pop, amerikanische Musik. Und dann Mama kommt. Und dann wir starten Musik, karibische Musik, ne? Und das habe gemacht eine gemischt Mischung, ja. Spezieller so. Ja. Das ist Mischung. Eine, ja, super. Mischung, ja. Und das war warum es so gemischt, so verschiedener. So moderne Musik von dieser Zeit, vom Contemporary, hieß es Contemporary. Contemporary Pop und EDM in mit von die erste Generation, mir, meine Generation, ja. Einmalige Mischung, ja. Von Generationen, ja. Und damit wollt ihr das Jamaican Charity Konzert unterstützen, dann als komplette Gruppe, komplette Familie auf der Bühne, ja. Ja, wir wollen mit die ganze Welt unsere Musik und unsere
Nachrichten der Liebe und Fröhlichkeit, dass alle Leute Brüder und Schwestern sind auf die ganze Welt, und wir sollen auch die Leute, die nichts so viel haben wie uns und nicht so glücklich haben, es ist unsere Pflicht, wenn wir das kann, den Leuten zu helfen. Und deswegen treten wir auf der Bühne in den Jamaican Charity Concert. Ja, okay. Ich freue mich schon auf Samstagabend, den 13.12. und auf eine richtig schöne Party mit euch. Oh, 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 yeah. Gonna tell you the story. Why couldn't there be more love? Why couldn't there be more love? I just one thing that you can never get enough of. Why couldn't there be more love? Yeah. Why couldn't there be more love? Why couldn't there be more love? I just one thing that you can never get enough of. Why couldn't there be more love? Now listen. Now you might be a big important man, a judge, a president, a king, but if you don't have love in your heart, it doesn't mean much of anything. What a shame. Why couldn't there be more love? Why couldn't there be more love? Or just one thing that you can never get enough of. Why couldn't there be more love? Yeah. Why couldn't there be more love? Why couldn't there be more love? I wanna know. Or just one thing that you can never get. Safari, hallo. Hallo, hey, na? Wie ist bei dir? Gut, gut. Es geht um das Jamaican Charity Konzert am 13.12. im Falkenturm an der Meller Straße. Ja, erzähl uns ein bisschen was über deine Musik. Yo, ich bin Ali Safari aus Bielefeld und mache so eine Mischung aus Hip-Hop, Reggae, Dancehall. Bin als Solo-Künstler, also unter dem Namen Ali Safari unterwegs, aber auch mit meiner Band Asso Carajo. Und mit der habe ich im letzten Jahr auf dem Charity Jamaica Festival Benefits gespielt und wurde in diesem Jahr wieder gefragt, ob wir da was machen können. Und leider kann die ganze Band nicht. Und da habe ich mir überlegt, dass ich mal meinen Solo Kram so ein bisschen präsentieren kann. Ah ja, das heißt, du spielst zu deiner Musik.
Also ich habe Instrumentalstücke von verschiedenen Produzenten, von Ever Blazing Production aus Köln zum Beispiel oder hier aus Bielefeld von Basement Beats, mit dem ich auch zusammenarbeite, oder auch mit dem Düsseldorfer Sound System Roots Rebel Sound, mit denen ich dieses Jahr einen ganz tollen Song gemacht habe, der Liebe ist heißt, den man vielleicht auch später noch im Radio hören wird. Ja, ich präsentiere einfach eine bunte Mischung aus Hip-Hop, Reggae, bin kultur- und übergreifend unterwegs und habe sehr viel Spaß daran, Musik zu machen. Und das Jamaican Charity Konzert zu unterstützen. Ja, und das Jamaican Charity Konzert zu unterstützen. Und das Jamaica Charity Konzert zu unterstützen. Natürlich. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich finde, man sollte als Künstler immer das Augenmerk darauf haben, auch was für die Allgemeinheit zu machen. Und mit Musik kann man Leute erreichen. Und wenn wir an dem Abend ein bisschen Geld einnehmen, was woanders hilft, finde ich das eine super Sache. Ja, ich freue mich auf alle Fälle schon darauf. Und dass ein bisschen Geld rumkommt, hoffe ich auch, ja, dass es mehr als nur über den Eintritt sein wird. Ja, das wäre super. Also ganz viele Leute kommen und Party machen, Leute Bescheid sagen. Der Falkendom soll rappelvoll sein und wir freuen uns über jede Unterstützung. Liebe ist, wenn man voneinander spricht den ganzen Tag, weil man sich nicht vergisst. Mit leuchtenden Augen wie das hellste Licht. Alle genervt sind, weil man so aufgedreht ist. Liebe ist, wenn man die Augen schließt und den einen Menschen dann vor sich sieht. Liebe ist, wenn du aufgeregt bist, bevor die Lippen sich treffen und man sich küsst. Wenn ihr aneinander klebt, dann bist du verliebt. Wenn man gern alles abgeht, dann bist du verliebt. Wenn man alles rosa sieht, dann bist du verliebt. Gefällt dir dieses Lied, dann bist du verliebt. Wenn alles geschieht, als wäre die ganze Welt nur für euch gemacht und dir plötzlich gefällt. Tausend kleine Schmetterlinge fliegen dir durch den Bauch, schrei es heraus, wenn die dir die Sinne raus. Der Klang ihrer Stimme merkt mich wie die Sonne. Mein Herz tanzt vor Freude für die Frau meiner Träume. Ihr Lachen, die Musik wird mein Lieblingslied. Ihr Duft macht mich süchtig, ich glaub, ich bin verliebt. Der Klang ihrer Stimme wärmt mich wie die Sonne. Mein Herz tanzt vor Freude für die Frau meiner Träume. Ihr Lachen, die Musik wird mein Lieblingslied. Ihr Duft macht mich süchtig, ich glaub, ich bin verliebt. Liebe ist, wenn man voneinander spricht den ganzen Tag, weil man sich nicht vergisst. Mit leuchtenden Augen wie das hellste Licht. Alle genervt sind, weil man so aufgeregt ist. Liebe ist, wenn man die Augen schließt und den einen Menschen dann vor sich sieht. Liebe ist, wenn du aufgeregt bist, bevor die Lippen sich treffen und man sich küsst. Wenn man nur noch verträumt, die Stunden zählt, bis man einander wieder in den Armen hält. Die Zeit stillsteht und doch davon zu rennen scheint. Wenn es dir nahe geht, ist einer traurig und weint. Man zueinander steht und sich den Rücken stärken helfen will, wo man nur kann, dann setzt jeden Berg. Steine aus dem Weg räumt, die das Leben bereit hält, man sich nach einem Streit in die Arme fällt. Der Mensch wird doch verändert, doch für dich der gleiche bleibt. Wenn dich keine Grenzen halten, wenn man sich nach Hilfen schreibt. Jeder Tag vergeben scheint, man sich nicht gesehen hat. Alles grau und leer und triste, seid ihr nicht in einer Stadt. Alles andere wird vertagen und Vernunft so auch vertagt. Wenn die Freunde sagen, hey, warum machst du dich so rar? Worauf immer Liebe hinfällt oder Arm aus Weile fliegen. Sicher ist, gerade jetzt werden Menschen sich verlieben. Liebe ist, wenn man voneinander spricht den ganzen Tag, weil man sich nicht vergisst. Mit leuchtenden Augen wie das hellste Licht. Alle genervt sind, weil man so aufgedreht ist. Liebe ist, wenn man die Augen schließt und den einen Menschen dann vor sich sieht. Liebe ist, wenn du aufgeregt bist, bevor die Lippen sich treffen und man sich. Wenn man dich ganz toll vermisst, dann bist du verliebt. Wenn du spürst, dass dies ist, dann bist du verliebt. Wenn man vor dem ersten Treffen kaum einen Tappen runterkriegt, wenn sich einer mal nicht meldet und man sofort Paraschiebt, wenn es um euch geht. Wenn ihr aufeinander fliegt. Der Klang ihrer Stimme wärmt mich wie die Sonne. Mein Herz tanzt vor Freude für die Frau meiner Träume. Wir lachen, die Musik wird mein Lieblingslied. Ihr Duft macht mich süchtig, ich glaub, ich bin verliebt. Der Klang ihrer Stimme wärmt mich wie die Sonne. Mein Herz tanzt vor Freude für die Frau meiner Träume. Wir lachen, die Musik wird mein Lieblingslied. Ihr Duft macht mich süchtig, ich glaub, ich bin verliebt. Liebe ist, wenn man voneinander spricht den ganzen Tag, weil man sich nicht vergisst. Mit leuchtenden Augen wie das hellste Licht. Alle genervt sind, weil man so aufgeregt ist. Liebe ist, wenn man die Augen schließt und den einen Menschen dann vor sich sieht. Liebe ist, wenn du aufgeregt bist, bevor die Lippen sich treffen und man sich küsst. Liebe ist, wenn man voneinander spricht den ganzen Tag, weil man sich nicht vergisst. Mit leuchtenden Augen wie das hellste Licht. Alle genervt.
weil man so aufgedreht ist. Liebe ist, wenn man die Augen schließt und den einen Menschen dann vor sich sieht. Liebe ist, wenn du aufgeregt bist, bevor die Lippen sich treffen und man sich küsst. Hallo Hilti. Hi, wer bist du? Ne? Ich bin Pimé. Pimé, hi Pimé. Ja, es geht ums Jamaican Charity Konzert. 13.12. genau. Im Falkendom. Im Dezember. Ja, du szenebekannter Percussionist. Erzähl mal ein bisschen was zu dem, was du da machen möchtest. Was wir vielleicht von dir hören. Dein Teil am Abend. Okay. Ja, ich bin Musiker. Ich habe auch Musik studiert an der Uni und bin jetzt Schlagzeuglehrer und lebe meinen Rhythmus und erlebe die Musik und dann gebe ich die wieder. Und ich werde auf jeden Fall was von dem wiedergeben, was ich so in den Jahren an Erfahrungen gesammelt habe in meiner rhythmischen Laufbahn, sag ich mal. Ja. Ich habe als Kind schon angefangen, auf den Töpfen meiner Mama rumzuklopfen. Und ja, bin eigentlich täglich auch dabei, um zu trommeln und werde davon auf jeden Fall was zeigen. Und ich habe eine Trommel dabei, die habe ich von meinem Capoeira-Meister geschenkt bekommen. Der hat mal bei mir gewohnt, hatte mir das so geschenkt. Und damit werde ich was zeigen und dann spiele ich einen Cajon. Ja, und das spiele ich auch in verschiedenen Bands und spiele da mal was drauf und zeige, was ich da so mache. Und dann habe ich sonntagsabends in IBZ eine Trommelgruppe, wo auch frei die Leute mit dabei sein dürfen. Ja, das ist eine offene Gruppe und wir treffen uns jeden Sonntag und spielen da Trommeln und da habe ich auch eine Djembe und deshalb werde ich auf jeden Fall auch was mit der Djembe zeigen. Okay. Ein bisschen African Drumming machen. Ne? So. Aha. Und gucken, so, ob es mir gelingen mag, das Publikum so anzuheizen, dass die Leute mitgehen im Rhythmus. Ja, im Rhythmus. Ach, Rhythmus. Ja. Okay. Ja, da freue ich mich dann schon drauf. Okay. Ja, ich mich auch. Giving thanks and praise unto the Holy One of Israel. O Father Yah, the mighty life giver. This is singing you an Uva Bantan. Reaching out to all the people in the world, all my Israelites, brothers and sisters. It's a global one. Children
that he lives and he is true. So why are you going on like you don't want to hear? Cause why you looking all so far, salvation is so near. So listen up, we are begging to listen up. No matter how the breeze are blowing, the sea might be rough. Cause after a storm, there must be a calm. So come on, sing in you, come sing on your song. Calling, calling, Father, you're calling. These children of Israel. Yes, it's calling. Calling, calling, Father, you're calling. Prophet and priest of Israel. Das Ziel des Jamaican Charity Konzerts am 13.12. ist ja eigentlich auch, dass da was für die Schule bei zusammenkommt, für euer Projekt, was ihr da habt. Ja, genau. Und zwar bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal beim Falkentum, die uns 4 Jahre lang unterstützen, dass wir das Charity-Konzert dort machen können. Die Einnahmen von den Getränken spendet auch der Falkentum. Es gibt auch eine Dose, eine Spendendose am Eingang direkt an der Kasse. Da bedanken wir uns auch, wenn jeder, auch wenn es nur 1 Euro ist, reinschmeißen kann. Wir haben das Jamaican Food, wo auch die Gelder nach zu der Basic School kommen. Lasst es euch schmecken, feiert, habt Spaß und bringt gute Laune mit. Ich freue mich auf den 13.12. Ja, danke.